wenn wir die Zeitzone ändern wollen, dann müssen wir das in PHP ini machen und my.ini und dann auf Europa/Paris ändern. Falls die Einstellungen bei der Installation falsch eingestellt wurden. Wieder fortfahren drücken zum Return drücken zum Fortfahren, so muss ich sagen. Und dann bekommen wir hier unser neues Menü. Start XAMPP Control Panel, das wollen wir eigentlich auch. Recollate XAMPP, falls da irgendwas falsch gelaufen ist mit der Lokalisation von XAMPP. Ob wir den HTTPS abschalten wollen, also die sichere Verbindung. Ob wir die Server-Side-Includes abschalten wollen. Ob wir den IP4-Only einschalten wollen, also praktisch, dass er nur über die Protokolle läuft, oder ob wir den Apache abschalten wollen, beziehungsweise den Modperl abschalten wollen. Wir wollen aber den XAMPP Control Panel starten, deswegen geben wir eine 1 ein und drücken Enter. Dann poppt rechts ein Fenster auf, XAMPP Control Panel Application, und hier können wir den Status, wir sehen jetzt keinen Status, weil noch nichts gestartet wurde, aber wir wollen den XAMPP Control jetzt eigentlich, oder den Apache Server eigentlich jetzt auch starten, deswegen geben wir hier ein X ein zum Enden. Dann schließt sich das Ganze auch und jetzt starten wir den XAMPP Server. Dafür gehen wir hier einfach auf Start. Dann kommt hier unten Apache Start und hier kommt ein Running. Dann kommt von Windows ein Sicherheitshinweis, der kommt wiederum von der Firewall und da können wir Zugriff zulassen einklicken. Den Haken hier können wir drin lassen. Einfach Zugriff zulassen einklicken, weil die relativ... Also wir haben bis jetzt noch nie Probleme mit XAMPP gehabt. Deswegen geben wir einfach Zugriff zulassen an. Jetzt läuft das und wir brauchen natürlich auch noch einen MySQL-Server. Deswegen geben wir einfach auf Start. MySQL-Server für diejenigen, die auf datenbankbezogene Arbeiten konzentriert sind, beziehungsweise die eine Datenbank brauchen. Wenn Sie jetzt einfach PHP-Dateien anschauen wollen, werden Sie vermutlich eine Datenbank hier brauchen. Sollten Sie eine Server-Software nehmen, wie meinetwegen WordPress oder es gibt noch PHP-Forum oder SMF, was wir zurzeit haben als Forum, dann brauchen Sie auf jeden Fall ein MySQL. Und wir geben jetzt hier einfach auch nochmal Start an. Dann wird MySQL auch gestartet. Hier kommt wieder ein Running und von Windows kommt wieder die Sicherheitsmeldung. Hier können wir das gleich wieder angemeldet lassen und geben hier einfach Zugriff zulassen an. FileZilla brauchen Sie jetzt im Großen und Ganzen nicht, da Sie das sowieso manuell uploaden können auf Ihren Home-Server. Mercury ist, wenn ich mich noch ganz entsinnen kann, ein E-Mail-Programm, also praktisch SMTP und POP. Der Eingangsserver praktisch, den brauchen Sie eigentlich auch nicht, außer Sie wollen ein Netzwerk aufbauen und Sie brauchen unbedingt ein externes bzw. ein internes E-Mail-Programm und Tomcat, was ist das gleich nochmal, auf jeden Fall nichts, was wir brauchen, das können wir auch gar nicht starten, also von dem her lassen wir das gleich mal weg. Wie gesagt, wichtig für uns ist Apache and MySQL und dann wären wir hier eigentlich schon wieder fertig. Wir gehen hier auf Exit und dann gehen wir auf unseren Standardbrowser und geben hier oben einfach mal Localhost ein. Dann sollten wir auf diese Seite kommen. Beim ersten Start werden wir nach der Sprache gefragt. Wir wählen hier Deutsch an, außer Sie sind nicht Deutsch, beziehungsweise wollen Ihre eigene Heimatsprache benutzen. Jetzt sind wir im Administrationsmenü, beziehungsweise im, ich sage jetzt mal, Willkommensbildschirm von der Server-Software, von der Home-Server-Software, sage ich jetzt mal. Das Ganze ist auch unter 127.0.0.1 erreichbar. Das ist ebenfalls die IP für den Lokalhost. Da werden wir auch auf diese Seite hier weitergeleitet. Ganz kurz zur Administration. MySQL hat Datenbanken und die Datenbanken, die können Sie hier unter Tools bei PHP MyAdmin einstellen. Da klicken wir mal drauf. Dann kommen wir in dieses Fenster. Hier können wir jetzt neue Datenbanken festlegen, beispielsweise wenn
wie ich vorhin schon gesagt habe, eine Server-Software installieren wollen, wie WordPress oder PHP, dann können Sie hier eine neue Datenbank anlegen, meinetwegen Forum, PHP, und dann geben Sie in ihrer Installation von PHP auch noch die gleiche Datenbank ein, aber dann machen wir ein extra Video speziell auf die Installation von PHP, und dann installiert das Ganze in dieser Datenbank drin. Aber zu dem komme ich, wenn wir das Ganze brauchen. Wenn wir das nicht brauchen, gehen wir einfach wieder auf zurück. Dann sind wir in unserem Home, also ich sage jetzt mal Home statt Seite. Gut, jetzt kommt eigentlich die wichtige Frage, wie kriege ich Dateien da drin zum Anzeigen? Ich habe jetzt keine Ahnung, wie oder wo da ich meine Dateien hinposten muss, beziehungsweise speichern muss. Nun, das ist im Prinzip auch ganz einfach. Wir sehen hier 127.001. Er muss also auf einen HT zugreifen, auf einen Home praktisch, auf ein Standardverzeichnis. Und dies ist in den zu 90% oder eigentlich zu 100% immer gleich. Das wäre immer unter, in dem Fall C, wo wir es installiert haben, XAMPP und dann hier HT-Docs. In den HT-Docs sind normalerweise immer die wichtigen Dateien drin. Und hier sehen wir auch XAMPP. Und wenn wir jetzt nochmal auf unseren Firefox switchen, hier haben wir auch XAMPP. Und wenn wir jetzt hier unter HT-Docs rechtsklick, neuen Ordner anlegen, meinetwegen Test, und in diesen Test hier kopieren wir unsere HTML-Datei. Ich habe jetzt gar keine PHP-Datei da, deswegen kopiere ich jetzt einfach mal die HTML-Datei da rein. Oh, jetzt ist er da drin. Gebe in meinem Firefox anstatt XAMPP jetzt das Verzeichnis ein, in dem Fall Test, drücke Enter und dann komme ich hier auf den Index von diesem Verzeichnis, also praktisch den Inhalt des Ordners Test. Und da jetzt hier nur Test.html drin steht, klicke ich den mal an und dann kommt meine Seite. Wer das ist, eine PHP-Seite, wird dann hier natürlich Test.php stehen. Index.php und die ganze Geschichte Start.php werden automatisch, du eigentlich immer, 90% sage ich mal, immer automatisch erkannt und somit immer auch automatisch bei Aufruf der entsprechenden, in dem versprechenden Verzeichnis in dem Fall, starten. Da wir jetzt hier nur eine Datei haben und Test.html ziemlich unlogisch für den Server klingt, zeigt er uns hier eine Indexliste an. So viel zu XAMPP. Ich sage nochmal, wo das Ganze liegt. Auf C, also in dem Fall, wo wir das jetzt Ganze installiert haben. Auf C, XAMPP, HT-Docs und dann hier ihr entsprechend neues Verzeichnis anlegen. In dem Fall war das bei uns Test. Test.html. Ich kann das ja nochmal so öffnen. So sieht es, wenn ich jetzt genau von dem Ordner ausstatte, und so sieht es aus, wenn ich vom über den Apache-Server praktisch starte. Lokal aus Test, Test.html, und hier habe ich eben cxamp.htdocs Test, Test.html. Wie gesagt, wir benutzen XAMPP auch für die Konfiguration unserer Website, offline natürlich, und laden sie dann automatisch nach oben mittels eines anderen Programms, was zufällig auch FileZilla heißt. Obwohl, ein anderes Programm kann man da gar nicht zeigen, es ist im Prinzip auch FileZilla, nur die bessere Version, sage ich jetzt mal. Und es werden noch andere Videos folgen, die dann praktisch auf so einen Home-Server zugreifen müssen, beispielsweise wenn Sie ein Forum oder eine neue Website mit WordPress praktisch gestalten wollen und dieses Ganze offline tun wollen, dann wäre das hier der perfekte Weg dazu. Wie gesagt, wir werden Ihnen das Ganze zeigen, wie das geht. Die Videos werden in den nächsten Tagen folgen. Und nehmen Sie dieses Video hier als Grundlage für die Videos, die kommen werden. Gut, das war's wieder. Ich hoffe, Sie haben etwas gelernt. Okay.